Moin Moin und hallo, hier ist euer Juri LP und, oh, der Juri jetzt in dem Sinne, hat mich hier umbenannt gehabt. Und ja, in Anbetracht eines wundervollen Spieles, das in 2 Monaten erscheinen wird, habe ich mir gedacht, ich mache nochmal sowas wie ein kleines Let's Play zu dem Vorteil davon. Dark Souls 1 ist leider nicht auf der Xbox One momentan abwärtskompatibel, kommt hoffentlich noch, weil das habe ich sehr geliebt und deshalb spielen wir hier Dark Souls 2. Ich werde nicht sämtliche Wege abgehen, ich kenne das natürlich, ich habe das schon mehrfach durchgespielt und mein Gott, ich muss mein Mikro richtig richten. Ich liebe dieses Spiel, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es und ich hoffe... Also eigentlich hoffe ich noch nicht mehr. Ich weiß, dass mir Dark Souls 3 gefallen wird, weil die ändern an sich nicht viel. Es bleibt an sich immer noch ein Dark Souls. Und deshalb haben die schon kaum Möglichkeiten, es für mich enttäuschend zu machen. Ich weiß, das Spiel ist mittlerweile eigentlich schon ein bisschen ausgelutscht. Es ist kein Speedrun, es ist einfach nur normales. Ich renne mal von vorne bis hinten durch. Wer jetzt nicht die Bonus, nicht allzu viel von den Bonus-Ebenen machen, zum Beispiel, dass die niemand werft. Aber wir schauen uns erstmal nochmal das an. A dream, a murky, forgotten land. Place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Drawn to a flame. Your wings will burn in anguish.
time after time. For that is your fate, the fate of the cursed. Ja, ach, ist das schön, ich liebe dieses Spiel und ich habe von der Story keinen Plan. Ich finde es schade, dass Bloodborne nur PS-only war, hätte es sehr gerne gespielt, aber ich freue mich umso mehr, dass Dark Souls 3 dann jetzt in 2 Monaten für die Xbox auch natürlich rauskommt. Wir sind ja jetzt im Nichts, ich glaube im Nichts sind wir. Und es ist nicht das normale Dark Souls 2, es ist diese Erweiterung. Scholar of the First Sin heißt die, glaube ich. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und ja, hier, nee, dazwischen sind wir. Wir sind dazwischen. Ja, ach, habe es eine Weile nicht gespielt. Liegt daran, dass ich es halt schon einige Male durchgespielt habe. Und dann aber weil die Lust so lang ging. Aber ich habe mir jetzt so gedacht, boah, jetzt kommt in 2 Monaten Dark Souls 3 raus. Jetzt sollte ich auch wieder mich aufwärmen. Aber die besiege ich dann, wenn ich eine Waffe habe. Ah, ist das schön. Die Grafik ist ja etwas verbessert worden zu den normalen Dark Souls. Boah, ich habe Lust, den jetzt zu besiegen. Weil hier ist schon mal so ein kleiner optionaler Weg. Und hier haben wir ihn. Mal gucken, wie viel Damage wir dem machen. Huhu. Oh. Ja, da sind wir schon tot. Ja, mit einer Faust machen wir anscheinend ein bisschen zu wenig Schaden. Ich habe gehofft, dass es ein bisschen mehr ist. Aber naja, wie gesagt, ich muss wieder erst reinkommen, dauert aber nicht lange, dann bin ich auch wirklich wieder richtig drin in dem Spiel. Und dann kann es auch losgehen. Ich hab's, boah, lass mich lügen, 10, 11 Mal durchgespielt. Und ich liebe es einfach. Ich liebe diesen Look, ich liebe das Feeling. Dieses Spielprinzip, dieses Try-and-Error-Prinzip einfach, finde ich super geil. Normalerweise war ich nie so dieser Rollenspiel-Fan, aber Dark Souls, boah, ich liebe es. Hab jetzt mir natürlich schon Dark Souls 3 vorbestellt. Und würde am liebsten in so eine Kryokapsel gehen, um einfach zu schlafen, bis Dark Souls 3 erscheint. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. Schon mal deins gesehen? The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. Das wollen wir mal sehen. Yes, you will become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? So, da ich noch ein Vorhabe, einen Trailer für das Dark Souls 3 jetzt Let's Play zu machen, ich hoffe, dass es gut wird, ich hoffe, ich ziehe so wirklich durch in meinen Urlaub dann, nee, nicht Dark Souls, mein Gott, ich kann nicht reden und schreiben gleichzeitig, nehmen wir uns einfach mal Rüdiger, ja, das ist der Rüdiger, ein sehr mutiges Kerlchen, oder nennen wir uns einfach mal Rüdiger,
Einfach weil ich Lust drauf habe, den Rüdiger zu nennen. Nicht verwendbare Zeichen gefunden. Bitte den mit Sternchen markierten Abschnitt löschen. Natürlich habt ihr kein Ü. Dann heißt er eben Rüdiger. Das ist der Rüdiger. Großes R und das ist so. Obwohl, wir bleiben jetzt einfach. Nennen wir uns einfach Juri. Einfach Juri, das ist am einfachsten. Großes J, schön. Meine Fresse! Großes J. Danke. Juri. Nein, das ist so in Ordnung. Ey. Jo, wie lautet dein Name? Juri. Achso, stimmt ja mit den Pfeiltasten. Mein Gott, damit muss ich halt mal klarkommen. Seid ihr euch eures Namens sicher? Ja, bin ich. At least you know your own name. Weiß ich schon mal mehr als du, ja? Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back. Deep into your past. Deine hübsche Seite? Yes. It's an effigy of you. Nein. So, jetzt können wir unsere Klassen hier vorbestimmen. Ich sag gleich, ich bin kein Magier. Ich stehe nicht so auf Magie. Auch wenn es hier sehr nützlich meistens ist. Ich bin wirklich eher einer, der geht auf Nahkampf. Und darauf stehe ich auch ohne Ende. Was haben wir denn hier? Normalerweise spiele ich sehr auf Großschwerter. Da es aber ein bisschen simpel ist, mit dem Großschwert zu spielen, habe ich Lust, hier auf Geschicklichkeit und Ausdauer zu gehen. Deshalb muss ich mal gucken. Geschicklichkeit hat am meisten der Schwertkämpfer. Der hat auch eine akzeptable Stärke, obwohl 9 hat er. Ja gut. Aber ich nehme dann hier wirklich mal diesen, den Schwertkämpfer, weil der hat auch eine schöne Geschicklichkeit, wie gesagt. Menschenbild, Heilstoffe, Heimatknochen, Riesenbaumsamen, das Kind, euer versteinertes Etwas. Ich nehme das versteinerte Etwas mit, weil vielleicht kriege ich eine gute Sache dann bei den kleinen Krähen. Das Aussehen, ja gut, das ist jetzt für meine Sicht nicht so wichtig. Wäre natürlich doof, wenn wir uns weiblich machen, wenn wir einen männlichen Namen haben, aber das ist ja auch egal. Aussehen, aber Einstellung, das ist so in Ordnung. Ja, ja, das geht so. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Ich bin hier, um alle zu vernichten. Well, you never know. Kriege ich endlich mein Taschengeld, Oma? Na, guck mal, da ist jemand online. Boah, ich muss das echt mal. Ich muss alle mal umstellen, sodass sie nicht angezeigt werden. Mach ich da mal irgendwann, wenn ich die erste Aufnahmepause mache. Hold on to your souls. They're all that keep you from going home. Oh nein, was? Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Davon gehe ich aus. Over and over again. Sag so viel aus, wie du wirst in diesem Spiel einige Male sterben. Aber, na, tot definitiv, aber ich denke mal, ich komme schon einigermaßen gut klar mit dem Spiel. So, hier oben kriegen wir nämlich noch ein Menschenbild. Ja, das war Seitenschritt. Oder hier Backstep. Menschenbild, das ist schön. Jetzt sind wir auch menschlich geworden. Dank der Human Effigy, die er uns gegeben hat. Reden möchte ich mit denen jetzt nicht unbedingt. Und jetzt werden wir uns einfach mal rächen gehen. Die Tür lasse ich mal offen, einfach nur, weil ich es kann. Oh, hoppla. Ach, ist das schön. Weile her, seit ich es gespielt habe, und ich freue mich, es wieder zu spielen. Und es mit euch nochmal zu erleben. Und dann bin ich gespannt, was uns Dark Souls 3 bringen wird.
Ich kämpfe, gleiches Info, ich kämpfe nicht mit Schild. Also ich mag Schilder nicht. Von Schilder, ist egal. Und bin eher der. Ich kämpfe mit zweihändigen Waffen. Er ist relativ simpel, sobald du einmal hinter ihn gekommen bist. Hat man ihn locker fertig gemacht. Ein Steinring, der sorgt dafür, dass unsere Gegner leichter die Balance verlieren. Muss ich ehrlich sagen, habe ich nie so wirklich mitbekommen. Aber wir nehmen ihn trotzdem einfach nur, damit wir vielleicht einen dezenten Vorteil haben. So, sehr schön. Dann sind wir hier. Können es hier fallen lassen. Und hier unten war, glaube ich, was war denn hier? War hier eine Münze oder sowas? Eine rostige Münze? Nee, kleiner, glatter, seidiger Stein. Das ist gut. Haben wir noch was, das wir den Kränen geben können. Hallo Oma. Aber Buch zu Hexenzirkel. Ja, ich will eure Walpurgisnacht nicht stören. Und da haben wir unser erstes Leuchtfeuer. Ganz easy. Ohne Probleme. Ach, ich freue mich so sehr. Dark Souls 3. Ich habe mir so gut wie gar nichts außer angeguckt, außer einmal beim Zombie. Diese zwei, drei Stunden Netzwerktest. Obwohl das Tutorial lassen wir. Ich kenne das alles. Hier sind doch nicht gerade so wichtige Sachen, die jetzt gedroppt werden. Ich werde nur mal hier nach links gehen, den ich da. Das wäre dann, glaube ich, dieses Tutorial-Ding hier. Damit ich zu ihnen krähen kann, um zu schauen, ob ich da vielleicht was Nützliches bekomme von diesen. Hallo. Hi. Da hinten ist nur ein gelbes Kraut. Das ist irrelevant. Hier geht's nochmal hoch. Boah, ist das eine große Leiter. Ey, schon ein mulmiges Gefühl, weil ich dann mir Sorgen machen würde, dass die Leiter einfach umkippt. Oh! Ich bin sehr gespannt. Also Dark Souls 3 soll auf jeden Fall schneller werden. Soll sich ja vom Tempo her an Bloodborne anpassen. Ich hätte nichts dagegen, wenn es dort auch heißen würde, ja, hier gibt es keine Schilde. Weil, wie gesagt, ich nutze die nicht. Bin nicht so der Schildtyp. Ich kämpfe aber auch nicht mit zwei Waffen in der Hand. Und da habe ich gesehen, dass da gibt es schon mehr Sachen. Also ich habe mitbekommen, dass man da auch bestimmte Waffen hat, die auch zwei nicht zu halten sind. Bin ich mal neugierig? Okay, ich bin anscheinend falsch. Hier sieht man, was da ist. Das sind einmal diese komischen Versteinerungsfrösche. Ah, mein Gott, ich scheiße jetzt irgendwie auf die Krähen. Ich will jetzt einfach nur weiter. Hier ist ja noch nichts von Wichtigkeit. Als ich jetzt Dark Souls, das erste Dark Souls 2 gespielt hatte, waren hier Haufen Nachrichten. Ah, hier. Da stand hier überall, Illusion! Illusion! Ja, Vorsicht, Illusion! Aber hier ist nichts. Hier kannst du lang gehen. Hier ist nichts. Alles solche fiesen Troller. Illusion vor Verzweiflung. Ja, super. Schön das Licht und da sind wir im Majula. Unserer Safe Zone, unser Nexus sozusagen auch. Nicht ganz so wie in Dark Souls, Demon's Souls und Bloodborne. Aber ich finde es sehr hübsch. Ich freue mich schon auf die Story, die ich bei Dark Souls 3 nicht verstehen werde. Wo ich dann mir wieder irgendwelche Videos angucken muss, um das dann zu checken und dann zu denken, ah, ach so, das ist also, ja, ja, verstehe. Hallo. Möchtest du mit mir reden? Seid ihr der nächste Monarch oder doch bloß ein Faustpfand des Schicksals? Träger des Fluches, ich werde an eurer Seite sein, bis diese schwache Hoffnung zerbricht. Nehmt dies mit euch, möge es eure Reise erleichtern. Estus Lacon, damit können wir uns heilen, ja, König Vendrick. Jetzt haben wir die Möglichkeit, uns aufzuleveln. Aufzuleveln! Ich bin Heiler! Können wir schon ein Level machen? Boah, wir können sogar schon ein Level machen. Ja.
Wir stecken auf jeden Fall einiges in Vitalität und in Belastbarkeit und in Kondition und Geschicklichkeit. Weil ich habe mal Lust, hier einen Run mit keinen Großschwert zu machen, dass dann hier auf Stärke geht. Und ist einfach zu einfach. Es ist zu leicht. Hier müssen wir leider einen Schlüssel holen. Hier holen wir uns mal kurz eine kleine Sache zum Verstärken. Für uns. Ja, da ist die Katze. Schön mit dir zu reden, Chalcor. Nee. Kleiner Bug. Der hört auch nie auf. Hui. Danke. Und weil du so nett gewesen bist und da was gemacht hast, bewerte ich das einfach mal. Ja, das könnte ich schon an. Ey, guck mal, kommst in Giftgebiet. Da gibt es ganz viele von den Statuen. Die tun hier ganz toll weh. Hey, jo, Vibe. Frau, koch mir was. Ich kann nicht selber kochen. Ich bin ein Opfer drin. Estos Flakon versterben. Estos Flakon Sterbe geben. Genau, und jetzt haben wir nämlich einen Estos Flakon mehr. Oder ist das jetzt... Nee, Knochenstaub war es, das verstärkt. Und ich da jetzt aber jetzt mehr. Doch, war richtig. So, das erste Gebiet, zu dem wir müssen. Ist eigentlich egal, zu welchem wir gehen. Wir können noch zu dem anderen. Aber das ist ein komplettes optionales Gebiet. Von daher, nö. So, hier ist nämlich ein New Game Plus. Bei der Version ist dann hier einfach meine Mimik. Da haben die hier eine Mimik hingestellt. Die hat mich ganz schön getrollt. Und deshalb hier auch Feind voraus, übrigens Truhe. Das sind dann die, die in New Game Plus spielen oder einmal hier Asketenleuchtfeuer benutzen. Aber Asketenleuchtfeuer benutze ich nur an einer Stelle. Und zwar dann, wenn es gegen den Ivory King geht, weil der ist so simpel zu besiegen. Da geht es sehr einfach, Seelen zu farmen. Geht natürlich an einigen Stellen hier mit den Seelenfarmen. Meine Fresse, los, mach. So. Oh, das klingt da schön. Wasserfall. Herrlich. Hallo. Gib mir bitte ein Menschenbild. Oh, das war knapp. Das sah sehr knapp aus. Einmal Knochen. Hier ist nichts. Jetzt hier weiter. Hallo. Komm mal her, Riese. Hat sich hier noch einer hingelegt irgendwie? Hallo. Willst du nicht gegen mich kämpfen? Hallo. Hier hinter dir. Ah, du bist einfach. Ich habe noch keinen Soundcheck gemacht. Ich hoffe, dass der Sound passt. Ich habe jetzt einfach mal wild drauf losgenommen mit den Einschalten. Oh Gott! Nein, von hinten kommt es unfair. Oh je. Nebenstein, weil mit denen habe ich jetzt hier nicht gerechnet. Ach, komm, warum rollst du nicht? Deshalb finde ich das besser, wenn es bei Dark Souls ein bisschen schneller wird, weil der hat hier so eine Downtime beim Schlagen. Das finde ich ein bisschen doof. Da kannst du ausweichen ohne Ende. Das gefiel mir da sehr schön. Schon sehr, nicht sehr schor. Schon, share, ja, nee. So, da ich es aber nicht mag, untot zu sein. Gehen wir nochmal. Wir gehen. Mit einem Fäkchen. Ist das ein Fäkchen? Sieht aus wie ein Fäkchen in der Hand. Komm! Da! Geh auf, ich bin so gut drauf. Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf.
Oh. So, danke. Du. Und ich fand es auch herrlich, als ich Bloodborne gesehen habe, wie lange man rennen kann. Also das ist ja, die Aussage geht hier so schnell runter, das ist so krass. Kommt jetzt mal her. Hey, wow, dich habe ich vergessen. Kommt einer von der Seite. Au, au. Ja, brav. Und hinfallen. Das ist... Bist du nicht nach hinten? Guck mal, hier bin ich. Und Arschbombe. Und Arschbombe. Und Arschbombe. Bombe und das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein. Yay! Weiter geht's. Wo war denn der kleine Halunke, der mich vorhin von hinten angegriffen hat, der dazu gekommen ist? Ah, hi. Warst du das? Oh, du wurdest geschlagen. Kommt noch einer von hinten so? Nein. Dann entzünden wir hier mal schnell das Leuchtfeuer. Was willst du hier? Tolle Aussicht. Naja, es geht, ne? Also ich finde das jetzt hier nicht so hübsch. Ist ein sehr einfaches Gebiet. Aber wir müssen hier ja lang. Ich muss mal wieder ins Kontern reinkommen. Wie ging das denn da mal? Ah, so. Lag hier nicht mal einer? Anscheinend nicht. So, kämpfst du auch mit dem Schwert? Okay. Kontern muss ich noch ein bisschen lernen. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, wann ich die kontern kann. Ich war nie so der Konterspieler. Aber wenn ich mir so Bloodborne angeguckt habe und wenn die sich so ein Beispiel am Bloodborne nehmen, dann muss ich das definitiv üben. Komm her. Ich will dich kontern. Oder geht das mit der Taste? Ich weiß es gerade nicht. So, wieder heilen. Ich muss das Kontern jetzt üben. Haha, okay. Nächster, ich brauche einen neuen Übungspartner. Okay, wann ungefähr? Wenn er bei der Hälfte des Schlages ist? Ne, wenn er kurz davor ist, mich zu treffen? Ach komm, du hast keine Waffe da, nicht eindeutig. Ich weiß, es ist gerade Lebensteinverschwendung, aber ich muss es echt... Oh, der hat einen verzögerten Schlag. Komm her. Komm her! Ist natürlich mit einer Waffe eindeutig schwieriger zu kontern. Also für mein Gefühl. Aber dieser verzögerte Schlag, der ist echt böse. Kommst du her, ich muss kontern üben. Okay. Komm, dann gucke ich mir den anderen mal an. Ja, das ist gut. Dann gibt's jetzt aufs Maul für euch. Noch viel Blut, Lebenssteine, von daher. So, tschüss.
So, da oben ist wie immer dieser Bombenwerf-Tiny. So. Ach, das ist echt ein bisschen langsamer, das sagst du jetzt noch. Ist Gimitar in Gefahr? Das ist ja doch nicht so schön. Hier ist normal, hier war dann beim normalen Dark Souls der weiße Ritter. Stehst du auf? Au. Es tut weh. Ich habe nicht gesehen, was er mir gegeben hat. Menschenbild, das ist schön. Zerbrochenes gerade Schwert. Höheninfanterie-Handschuhe, okay.